Heute für euch 7 geheime Fakten über Disney-Prinzessinnen. Los geht's! Nummer 7. Mulan ist die erste Disney-Prinzessin, welche nicht durch Verwandtschaft oder Heirat zur Prinzessin wurde. Ihr Charakter basiert auf einem mythologischen Charakter, und zwar dem chinesischen Helden Hua Mulan. Das Erstaunlichste ist aber, dass sie eine Massenmörderin ist, denn sie löste eine Lawine aus, welche fast 2000 Soldaten tötete. Damit ist sie quasi die abgebrühteste Prinzessin von Disney. Nummer 6. Prinzessin Anna aus dem Film Die Eiskönigin bricht wohl den Rekord der meisten Synchronsprecherinnen einer Disney-Prinzessin. Da man sie sowohl als Kind, Teenager und auch als fast erwachsen zeigt, benötigte man ganze 4 Synchronsprecherinnen für sie. Die meiste Zeit wurde sie jedoch von Kirsten Bell gesprochen. Und die Nummer 5. Die bekannteste Cinderella-Version ist wohl der Disney-Film aus dem Jahr 1950. Doch der Name Cinderella war eigentlich nur ein Spitzname für ihre Rolle und sollte später noch einmal ersetzt werden. Die Macher des Films fanden den Namen jedoch so gut, dass sie ihn später einfach mit in die finale Fassung mit eingebaut haben. Kommen wir zur Nummer 4. Merida aus dem Disney-Film Brave versucht im Leben ihren eigenen Weg zu gehen. Sie ist die erste Disney-Prinzessin, die nicht nach der großen Liebe sucht und ebenfalls die erste mit 3 Brüdern. Das Beeindruckendste an ihr sind aber ihre Haare. Die über 100.000 animierten Haare stammen von 1.500 verschiedenen Skulpturen, die extra für den Film angefertigt wurden. Und damit sind wir auch schon bei der Top 3. Pocahontas ist die einzige Disney-Prinzessin, die auf einer realen Person basiert. Die meisten glauben sogar, sie wäre die erste indianische Prinzessin, aber das war in Wirklichkeit Tiger Lily aus Peter Pan. Dafür ist Pocahontas die erste Disney-Prinzessin, welche während des gesamten Films die gleiche Kleidung trägt, die erste, die kein Diadem trägt und die erste mit einem Tattoo. Also zumindest haben die anderen ihre Tattoos nicht enthüllt. Nummer 2. Dornröschen ist im Originalfilm von Disney während des gesamten Films gerade mal 18 Minuten im Bild. Der Film geht im Übrigen fast 80 Minuten. Des Weiteren standen im Drehbuch gerade mal 18 Zeilen Text, in denen sie sprechen durfte. Na gut, irgendwie ist das Ganze auch logisch, denn im Film geht es ja immerhin um eine Prinzessin, die schläft. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Die Schöne und das Biest ist der einzige animierte Disney-Film mit einer Prinzessin, welcher für einen Oscar als bester Film nominiert war. Das liegt vermutlich an der unglaublich tollen Geschichte, die auch heute noch auf große Begeisterung bei Jung und Alt stößt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine positive Bewertung da, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch 2 weitere coole Videos für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.